Willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und wir spielen Monster Hunter World. Ja, beim letzten Mal haben wir ein großes Tierchen besiegt. Den Großragas. Lief nicht ganz so gut, sind einmal in Ohnmacht gefallen und haben schmerzlich herausgefunden, wo ich auch vorher schon überlegt habe, dass wenn wir uns heilen und der Balken ist erst weiß und wenn wir uns dann da bewegen und der Balken noch nicht weg ist, das Weiß nicht zu grün geworden ist, dann werden wir uns nicht heilen. Was natürlich ungünstig ist und unnütz viele Ressourcen kostet. Echt, das kann man auch. Verstehe. Ach so, stimmt. Da denke ich, würde die erzählen, aber nein, das machen die gar nicht. Ach. Aha. Genau. Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du mit der Jagd auf den Puke-Puke beginnen. Ich frage mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Mit wem müssen wir denn jetzt reden? Wo ist denn der oder die Kommandant? Wie geht es dir? Okay, ich weiß nicht ganz wohin. Ich habe da so grob eine Markierung. Ach so, da ist die ja schon. Oh, das ist einfach. Oh, du bist so nett zu mir. Wir haben doch nur Hallo gesagt. Enttäusch mich nicht. Okay. Oh ja. Haben wir jetzt genommen? Wähle eine Kategorie aus. A. B ist zurück. Ach, ich glaube, okay, ich habe jetzt angefangen. Wir diese Expedition. Wir treffen uns am Tor. Na gut. Ach so, stimmt, wir fliegen ja wieder. Jetzt gerade sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Einwandfrei.
Okay. Brauche ich auch. Geh raus aus dem Haus. Pfeif einmal. Irgendein Vieh kommt vorbeigeflogen. Ich halte mich fest und wir fliegen dahin, wo ich hin wollte. So. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir können so oft schlafen, wie wir wollen und ohnmächtig werden. Lass uns nach dem Lager suchen. Erzählt sie was mit uns? Falls ich das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. So. Bis zu 4 Spielern. Und los. Nein. Wir machen das hier. Und zwar begeben wir uns nach der Heiltränke. Haben wir noch? Ich überlege immer, ob das was ist. Hier ist wieder was. Kommt, das machen wir wieder. Zwei verschiedene? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach nein. Ja. Geht's hier hoch oder kommt? Ne, kommen wir nicht lang vorbei. Deswegen gehen wir hier lang. Oh, was bist du denn? Das ist ja interessant. Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind. Natürlich. Da war ein Stein. Was ist das für ein Fisch? Das ist fast so groß wie der. Oh. Was läuft denn da wieder Großes rum? Wieder so ein Tier. Nein, mit ihm haben wir gerade gesprochen. Da hinten war auch schon mal ein Fragezeichen. Da waren wir da schon mal. Haben wieder 10 Tränke. Das ist gut. Das brauchen wir. Oh, was bist du denn? Auch noch irgendwas? Auf der Karte kannst du einen Zielort für die Spähkäfer festlegen. Kann ich die Karte
irgendwie vergrößern? Nein, halt, 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 halt. Wie war das nochmal? Ah, okay. So. Gucken wir mal weiter. Und da hinten ist ein Fragezeichen. Da waren wir zwar schon mal. Also da, wo die 3 ist und wo jetzt das große Vieh langkommt. Wir könnten noch mal gegen ihn kämpfen. Aber wollen wir das? Ah, hier ist noch ein Dings. Hier irgendwie ein Fragezeichen. Ach so, haben wir das schon mal abgebaut? Nicht schlecht. Haben wir das schon mal gekämpft? Nee, gegen so ein großes Vieh. Wow. Wie kann ich denn einzelne Teile markieren? Also irgendwie treffe ich überhaupt nichts. Okay, es ist weg. Da rennt ein Ausrufezeichen. Muss ich das irgendwie machen? Ich weiß es nicht. Wow, das ist groß. Gottes Willen. Das war ja sehr bescheiden. Und zurückfallen. Da sind wir wieder. Schön. Einwandfrei. So, gehen wir gleich mal los. War natürlich nicht gerade sehr erfolgreich und ich sollte mir vielleicht doch mal eine Waffe zulegen. Die mich ein bisschen besser schützt. Das ist voll, das kann ich nicht mitnehmen. Hier drüben. Ja, bist du doch keine Hexe? Hallo. Ach, so ist ein Mann. War was? Nehmen wir natürlich mit. So, hier sind wir bei der 9. Was ist denn da unten? Sind das Fische? Die sehen riesig aus. Hier. Eine Lärmkröte. Interessant, interessant. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Gefühlt würde ich sagen, ich laufe ein bisschen falsch lang. Oh, was bist du denn da oben? Na komm zu dir, gucken wir mal.
So, das sind die Dinger, auf die ich schießen kann. Jetzt bin ich wieder da in der Höhle. Nein, Höhle meine ich nicht. Aber hier sind die kleinen Viecher, die wir zuallererst besiegen durften. Und... ach so, das ist unser Feind. Da ist er wieder. Na komm, vielleicht finden wir ein. Ist hier ein Spinnnetz? Vielleicht finden wir noch einen Fußspur. Und ich weiß nicht, was wir dann haben. Machen wir dich halt auch weg. So, schlachten wir die mal aus. Und gucken, was wir finden. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich so hinlaufen soll. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Irgendwas ist hier noch. Aber irgendwie finde ich nicht den Weg bis dahin. Ach so, das hier. Sehr schön. Weil wenn wir nämlich das finden, gut. Gab es da noch 5 Punkte, hier noch ein bisschen Knochen. Oh, da ist was. Oh, da ist er. Ah. Ich weiß nicht, aber der hat uns gerade mit einmal besiegt. Also ziemlich... ach du Mut. Okay, er ist weg. Er hat Angst gehabt. Das wird sein. Weichei. Genau, hier ist auch noch ein Fußspur. Und keine Ahnung, wo der hingehört. Aber... hm. Nein, ich will da nicht hin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin möchte. Ich gehe gerade nur irgendwie durch und mal gucken, wo ich hinkomme. Ist aber sehr groß, das Gebiet hier. Und vor allen Dingen bis jetzt nichts großartig erreicht. Ja, ich komme langsam hin, also ganz, ganz, ganz langsam. Ich glaube, das wird uns, Monster Hunter, wird uns einen Weilchen beschäftigen. So, müssten eigentlich bald da sein. Okay. Was gut ist, dass da gleich die Tränke herstellt, wenn wir irgendwas finden. Das finde ich nicht verkehrt. Was bist du?
Keine Ahnung, was du machst. Oh, was bist du denn? Okay. Nein, nicht reinlaufen. Hier ist wieder so ein Käfer. Stopp. Ich gehe mal da hinten hin zum Ausrufezeichen und mal schauen, was da passiert. Das stimmt. Oh, noch was. Ach so, das ist die hier. Nein, da war ich jetzt vollkommen falsch. Wo wollte ich denn gerade hin? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich laufe gerade völlig planlos hier rum. Hier drüben. Ich glaube, zu dir wollte ich. Und? Sprich. Nein. Jetzt? Und ernsthaft, wo bin ich jetzt hin? Wo kommt mein Lager hin? Irgendwas habe ich ein bisschen was verpasst. Oh. Nein, warum bleib ich stehen? Noch ein bisschen Honig mitnehmen, weil der ist ganz gut. Da gibt es nämlich zwei große Tränke. Und große Tränke sind sehr gut. Hier drüben! Wo ist denn der? Ist ernsthaft, wo ist er denn? Stundenlang laufe ich hier durch. Finde überhaupt nichts. Waren wir schon mal hier? Ich weiß es nicht. Er sagte mir drüben und ich müsste vielleicht mal hier durchgehen. Jetzt mal hier lang gehen, dann mal hier hochgehen. Oh, langsam sind wir da irgendwie zumindest. Ich weiß nicht, komme ich da hoch? Oh, das ist doof. Hier drüben. Ja, ich bin doch gleich da irgendwie. Oh. Nein, das war dumm. Ach. Wir klettern nochmal hier hoch. Also wir sind bald da. Hoffe ich zumindest. Müssen wir irgendwie hier hoch, hier rum und hast du nicht gesehen, aber ich glaube, das schaffe ich da nicht. Oh. Nein, was mache ich denn jetzt? Ich komme nie an.
Komme ich daher? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich dreimal gedreht, jetzt weiß ich nicht, wo ich hergekommen bin. Hier drüben! Oh, der macht mich weich. Das finde ich ganz gut, dass das so an sich ganz leicht geht. Jetzt bin ich wieder hier unten. Und jetzt bin ich noch weiter unten. Ich würde aber... So. Nein, wir waren ja schon mal. Wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch? Ich will irgendwie hochklettern. Ah, einfach davor laufen. Das kann manchmal so leicht sein. Dein Ausdauermaximum ist gesunken. Ist ein Oh, was bist du denn? Ausdauermaximum ist gesunken. Iss ein gebratenes Steak, um es wiederherzustellen. Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah ja. So. Okay. Wir kümmern uns um diesen kleinen Störenfried. Um von der Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Ich klicke mich gerade einfach so durch. Genau, also, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ich habe mir einen Braten. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Das ist gut. Was bist du für eins? Dich wollen wir jagen. Und er kommt gleich wieder in der Nähe von uns zu uns. Und da können wir es dann fertig machen. Ja, wir haben schon ein bisschen was entdeckt. Und das nächste, was wir machen müssen, ist den besiegeln. Genau, ist riesig. Ich tue mich ja echt schwer mit rumlaufen. Aber wir schaffen das schon. Aber wir machen das Ganze weiter beim nächsten Mal. Ja, dann jagen wir das kleine Vieh. Und mal gucken, wie dann unser Lager ausschaut. Müsste auch vielleicht vorher noch meinen Braten essen, denn meine Ausdauer ist nicht gerade die beste. Ich weiß nicht, habe ich eigentlich einen Braten bei mir? Das ist ein Stein, das ist ein da. Das. Ich glaube nein, ich habe keins bei mir. Was ist das hier? Grillspieß? Timing ist auch alles. Schon?
Die Farbe des Fleischs und das Lied sind Anhaltspunkte. Dein Timing hat nicht hingehauen. Du brauchst wohl noch etwas Drill am Grill. Wahrscheinlich. Na gut. Ah, aber grundsätzlich schon mal richtig. Wir versuchen es noch einmal. Kleinen Moment. Okay, dann, Und passt das? Ah. Gefühl, ich weiß gar nicht, ist das besser geworden? Ah, keine Ahnung. Na gut, okay. Machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen lassen. Und bis zum nächsten Mal, bis wieder jagen gehen. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss, bis bald, euer Gucci.